Ja, was geht, meine Freunde? Ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Video. Und ich bin mega hyped, sage ich euch. Denn ich habe mir mal wieder was gegönnt. Und zwar ein neues Fahrrad. Anders als sonst geht es heute ums Graveln. Ja, ich habe mir ein Gravelbike gekauft. Und zwar hier das Canyon CF8 von 2022. Also Grizzle. Und wir schauen einfach mal, wie sich das Rad so auf leichteren MTB-Trails schlägt. Das Rad kommt mit 45 mm breiten Reifen. Man kann 50 mm breite Reifen einbauen. Und da sollte schon ein bisschen was drin sein. Ich will aber trotzdem mal wissen, wo die Grenzen sind und ob es überhaupt Spaß macht, damit mal einen Trail zu fahren. Und ja, nicht lange schnacken, würde ich einfach mal sagen, gehen wir mal in den Trail rein und ich nehme euch auf der GoPro mit. Have fun! Höhenmeter. Und dann sind wir beim nächsten Trail. Das ist ein relativ seichter Trail. Hat auch keine Sprünge oder so eingebaut, aber ist fürs Gravel, denke ich, ganz gut und macht Spaß. Hoffe ich. Genau. Das werden wir sehen. Der nächste Trail geht jetzt hier gleich los. Ich hoffe mal, dass ich genug Luftdruck habe. Die Reifen sind ja schon ein bisschen dünner und ich habe damit noch nicht so viel Erfahrung. Es ist zwar tubeless, aber man weiß nie, was, wenn man bei 30 oder so ein richtiger Schlag kommt, dann kann es heftig werden. Naja, gucken wir mal. Heißt nicht, dass wir jetzt langsam fahren. Was geht? So, mal ein paar Watt in die Kurbel drücken. Ich werde mal Luftdruck checken. Na, geil war's. Geil war's allemal. Erstes Fazit hier. Sorry, dass ich so ein bisschen knapp bei Atem bin. Hat mega Bock gemacht. Muss sagen, die breiteren Reifen jetzt auch verglichen zu meinem alten Gravel machen einen sehr großen Unterschied. Und muss trotzdem natürlich sagen, wenn die Trails sehr rough, also sehr mit sehr krassen Unebenheiten werden, dann kommt das hier schon alles an seine Grenzen. Und vor allem habe ich dann Angst ums Material. Da müsste man weniger Luftdruck fahren können. Aber da sind die Felgen in Gefahr. Es läuft wahrscheinlich auf Inserts, also hier Cashcore etc. hinaus. Und vielleicht noch mal ein bisschen dickere Reifen reinbauen. Dann geht's auch.
Aber so macht mega Spaß, wenn die Trails schnell und flowig sind. Also bin ich positiv überrascht. Wir fahren jetzt auch zu einem Rundkurs noch, zu einem zweiten Rundkurs. Hallo. Genau, zu einem zweiten Rundkurs, der genau so einen Charakter hat. Also wo viele Kurven sind, aber wenige Erschütterungen. Und man dann vermutlich immer über beide Räder rutscht in den Kurven. Und das wird einfach mega, denke ich. Gucken wir mal. Seid gespannt. Das hier ist eigentlich nur so ein Randweg. Der Rundkurs beginnt jetzt hier gleich links. Müssen wir auch ein bisschen die Kräfte einteilen. Das war natürlich schon wieder nicht gut. Ich den Eingang ein bisschen vercheckt. So. Mal schalten. Das ist super sandig hier. Die müssen wir mal anbremsen. Oh, das ist geil. Macht schon mal Spaß. Man muss echt mit der Front aufpassen, dass sie nicht weggeht. Oh, jetzt schon anstrengend. Vielleicht ein Fünftel geschafft. Schön über beide Räder wieder gerutscht. Kommt nicht ins Glied. Geht aber echt besser als gedacht. Auch vom Grip her. Ist halt super sandig hier. Das sind natürlich dicke Reifen. Mit einer größeren Auflagefläche besser geeignet. Aber haben wir jetzt nicht. Trotzdem geil. Oh, mach die zu. War nicht gut. Oh. Schon wieder ein Sandloch gewesen.
So, meine Freunde, das war es auch schon wieder von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und von mir wird es in der nächsten Zeit voraussichtlich noch mehr Videos zum Grizzly geben. Nicht nur, natürlich auch Mountainbike-Content. Und vielleicht ein bisschen Bikepacking-Content. Genau. Auf jeden Fall habt Spaß da draußen. Genießt das Wetter jetzt. Den Sommer, der kommt. Und stay safe. See you on the next one. Ciao, ciao.